Hallo, ich bin's der Typ, der dir Sachen auf YouTube zeigt, von denen du nicht wusstest, dass sie existieren dürfen. Und heute habe ich mal wieder etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Wo zum Fick hat dieser gut aussehende Mann, der sich extra mit Hemd für den Anlass schick gemacht hat, schon wieder sowas gefunden? Fragt ihr euch bestimmt. Dafür müssen wir etwas von vorne anfangen. Jeder, der vor ca. 7 bis 8 Jahren auf YouTube im Gaming-Bereich unterwegs war, kennt 3D-Intros. Sie waren überall, jeder hatte sie und jeder wollte sie. Und ja, ich habe auch dazu gehört und ich bin stolz drauf. Willkommen zu einer neuen Runde Quick Survival Games. Man sieht sogar bei mir ganz gut, wie beliebt solche Videos waren. Ein ganz normales Minecraft-Video von mir, 52 Klicks. Ich lade einfach nur mein Intro hoch, 195 Klicks. Holy shit, Banger-Content, bitte mehr davon. Also eigentlich alles noch ganz unschuldige und nichts Schlimmes. Außer, dass es ein bisschen cringe war. Vor circa einem Jahr wurde sich dann mit Memes über das Ganze lustig gemacht. Unter den Worten, Gaming-Intros be like. Und holy shit, ist das lustig. Wir sind einfach alle kollektiv von, oh wow, diese Intros sind so geil, bitte kannst du mir auch eins machen, zu, so cringe, niemand benutzt sowas, gegangen. Und als ich da so saß und mir lachend die cringe Minecraft-Intro-Memes angeschaut habe, kam mir ein Gedanke in den Kopf. Oh, es gab ja auch noch Minecraft-Intros, vielleicht gab es dazu lustige Memes. Und Junge, dieser Gedanke war der größte Fehler. Anfangs war es noch ziemlich lustig. In dem Video wurden diverse Minecraft-Intros ziemlich gut parodiert und ich habe mich mit Freunden drüber lustig gemacht. Dann kam Platz Nummer 1. Ja, dazu sage ich einfach mal nichts. Ist aber schon ziemlich lustig. Aber dadurch setzte sich eine Frage in meinen Kopf. Wenn dieses Video Minecraft-Intros parodiert, dann muss es ja solche Intros wirklich gegeben haben. Ein Video weiter unten wurde meine Frage dann auch schon beantwortet. Ja, es gibt wirklich Leute, die einen Bottleflip in ihrem Intro haben wollen. Oh hey, ein Schwert. I guess ich bringe jetzt die beiden unschuldigen Personen einfach so um. Oh mein Gott, ich bin so cool. Yeah, haha. Oh mein Gott, meine Schrift kann man überhaupt nicht lesen. Und Leute, die einen Tentakel-Minecraft-Mann erledigen und dann auch noch im eigenen Intro am Ende umgebracht werden. Aber ich wollte das Schlimmste vom Schlimmsten haben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ja, ich zeige euch mal, was ich gefunden habe, sortiert nach den Kategorien Brutalität, Hä, what the fuck und sexuell abgefuckt. Legen wir los. Ah, what, Bro, what the fuck, ah. Ich kann den Namen absolut nicht lesen, was passiert hier eigentlich, hä? Brutalität. Hey, pass auf, allein in der Dunkelheit. Ah, what the fuck, ah. Wow. Hä, was machst du mit meinem Bro? Chill doch mal ein bisschen, Mann. Ah! Hä? Beruhig dich mal, chill doch mal dein Leben. Cooles Intro hast du da. Cringe, wer nicht in seinem Intro unbewaffneten Männern eine Axt in den Schädel rammt. Aber die Typen haben auch wirklich das größte NPC-Verhalten, oder? Da war die ein oder andere Kameradrehung dabei und vielleicht hat sie auch neben dem ganzen Blut einem Minecraft-Figur den Kopf abgehakt, aber ja. Vor ihr würde ich wirklich aufpassen. Sie ist sehr gefährlich. Ja, let me set up Minecraft! Und hier mein persönliches Favorite aus der Brutalitätskategorie. Ey, lass dich nicht von mir stören. Copyright mag diese Intros absolut nicht, deswegen muss ich hier kurz drüber labern. Kuss. Ja, es ist so unglaublich sadistisch, holy shit. Was, du willst mir sagen, ich habe die Möglichkeit, vor jedem meiner Videos einem Dieb mit einer Minecraft-Pistole den Kopf zu zerschießen? Holy shit, das passt perfekt zu meinem kinderfreundlichen Minecraft-Content. Hä? What the fuck? We don't talk anymore. In dem Intro zum Beispiel singen... Das ist so dumm. In dem Video singen ein Typ und ein Mädchen in einem Skype-Call für 30 Sekunden einfach nur ein Lied nach. Und dann kommt die Schrift.
Ey, Top-Intro, wirklich. Der auf die Idee kam, sollte in meinen Augen eine Auszeichnung bekommen. Ich glaube, man merkt langsam, dass die Intros alle irgendwie übel random sind und einfach allen Erwartungen widersprechen. Warum zieht er einfach so eine Minecraft-Pistole und knallt den Kopf ab? Aber den Most Random Award bekommt mit Abstand dieses Intro. Und seid wirklich vorbereitet, das, was da passiert, macht einfach keinen Sinn. Ja, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er schlägt den Typ komplett zusammen in die Luft, tritt ihn auf den Boden und dann hat er das Girl zum Glück befreit. Das wird abgestochen, aber er heilt es und das Schwert fliegt aus hier raus, damit er es dann in den letzten Typ reintreten kann. Und wir bekommen wieder Epilepsie wegen der Schrift. Ich weiß nicht, wieso ich das so lustig finde. Ich könnte es mir gefühlt den ganzen Tag angucken. Es ist einfach so absurd. Und zur letzten Kategorie, sexuell abgefuckt. Low-key könnte man hier wirklich eine Triggerwarnung setzen für sexuelle Belästigung. Also falls ihr das nicht sehen wollt, ich mache einen Timestamp, wann es vorbei ist. Copyright ist so geil. Oh mein Gott, ja, neues Video von Ryuf. Ich liebe sein Intro jedes Mal. Das gucke ich mir mal am liebsten vor dem Video an. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber sexuelle Belästigung im Intro ist vielleicht nicht der beste Ort, um das da darzustellen. Kinderfreundlicher Content und so. Dann noch den Kopf abschlagen. Komm, meinetwegen, macht einfach eure Bottleflip-Intros. Alles besser als das. Aber hey, das Ganze ist ja kein Einzelfall. Warum kann man Minecraft Girls nicht blockig lassen? Warum muss man ihnen eine Hüfte verpassen? Ja! Ich meine, sorry wegen der Belästigung. Es tut mir echt leid, dass das widerfahren ist. Ich dachte nur wegen der Musik, dass... Aber Anne Games nimmt es mit den Intros sehr ernst. Und es gibt sogar eine Storyline, denn im zweiten Intro wird das Ganze nochmal aufgegriffen. Oh shit, ist dieselbe Person. Sie wird die jetzt bestimmt verjagen. Sehr passendes Intro, finde ich sehr gut. Und prompt fängt die fröhliche Minecraft-Runde an. Ich verstehe sie nur nicht, weil sie Portugiesisch redet, aber ich frage mal Unge, ob er es mir übersetzen kann. Dann nehme ich lieber Unge auf Wish, also Erik. Der kann mir bestimmt das auch übersetzen, oder? Ja, was willst du von mir? Und weil die Handlung in den Intros meistens so random ist, dass man sie nicht erraten kann, was denkt ihr passiert hier als nächstes? Ich denke, ihr könnt es alle kommen sehen. Das Szenario hatten wir schon mal. Er wird jetzt wahrscheinlich einfach auf den... Ja, habt ihr wahrscheinlich erwartet, oder? Oder hier. Das Szenario sollte euch inzwischen auch schon ziemlich bekannt vorkommen, oder? Okay, nice. Er hat den Angreifer überwältigt. Jetzt kann er ja das Girl einfach befreien. Er bringt das Girl einfach um und schlägt dann noch einem Unschuldigen den Kopf ab. Ey, das, was du da gemacht hast, war wirklich richtig cool, holy shit. Also, wenn ihr eins der Szenarios erraten konntet, dann bekommt ihr den Preis von mir oder so. Doch mit diesen unglaublich abgefuckten Minecraft-Intros war es noch nicht zu Ende. Denn man kann ja diese Animationsfähigkeiten auch für ganze Animationen verwenden. Und damit sind wir auch schon in der Gegenwart, denn das Ganze funktioniert heute noch immer sehr erfolgreich. This video shows how it's like milking an anime female cow in Minecraft. Ah ja. Und was ich da gefunden habe, ist kein Vergleich zu den Intros, sondern einfach nur noch... Erst einmal die leichtere Lektüre. Verstörende Kinderanimation. Ja, ich wusste schon, dass ihr darauf Bock habt. Huh?
Oh, wow. Sind wir wieder in 2015 oder was? Ah nee, da gab es ja noch gar keine super coolen AirPods. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Lasst jetzt einfach mal ganz kurz das Video auf euch wirken. Was machen diese Soundeffekte mit euch? Unter dem Code LSDDocs bekommt ihr jetzt einen 20%igen Rabatt auf euren örtlichen Psychologen. Einfach den Link in der Beschreibung abchecken. Wäre ein Banger Placement. Oh, euch fehlt die Brutalität in den Minecraft-Animationen? Keine Sorge, der Punkt Brutalität wird auch noch abgedeckt. Aber da hat Peggy kurz noch was davor zu sagen. Peggy 18. Peggy 18. So look me in the eyes, tell me what you see. Ich weiß genau, wo ihr jetzt hinguckt, aber habt ihr gesehen, dass da Pilze auf dem Baum wachsen? Ganz schön krass, oder? I wish I could escape, but I don't wanna fake. Wish I could erase, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know, I'm a bad. Beim lebendigen Leibe anzünden und den Körper mit einer Feuerwerksrakete platzen lassen. Aber... Was haben wir gerade gesehen? Aber holy shit, die Muskeln sind echt sehr, sehr geil animiert, muss ich sagen. Gut, es wird Zeit, dass ich euch den abgefuckten sexuellen Teil der Community zeige. Auch wenn ich es eigentlich nicht mehr mit mir selber vereinbaren kann, euch weiter so zu verstören. Aber ich tue es trotzdem, weil ich bin diesen Weg auch gegangen. Warum mache ich eigentlich noch solche Videos, Mann? Sehr lustig, ja. Ich hoffe, das Video hat niemand auf laut spielen lassen. What the fuck? Kinder-Content! Ohne Altersbeschränkung. AV is literally married to Aaron in real life. They even have kids, bruh. Das ist den Minecraft-Animatoren nicht so wichtig, ne? Dasselbe Video hat er noch mehrmals hochgeladen, nur halt immer mit anderen Skins. Aber da hört dieses Video noch nicht auf. Ich zeige euch einfach mal ganz trocken, was danach passiert. Was haben wir gerade gesehen? Ich bin inzwischen der vollsten Überzeugung, dass der Content von KIs erstellt werden muss bei den Handlungssträngen. So ein Handlungsstrang kann sich niemand ausdenken. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Er schlägt einem Girl auf den Ass, dann will er einem Dude auf den Ass schlagen, der rennt weg, macht einen Backflip an der Wand und solidarisiert sich mit dem Girl. Dann wird das Mädchen mit dem Schneeball umgebracht und der Typ zieht sich dann mit einer Angel an ihn ran, um den anderen umzubringen. Alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, also wirklich alles, ist frei zugänglich auf YouTube. Für jeden. Keine Altersbeschränkung, ihr könnt es ohne Account angucken, nichts. Und inzwischen haben die Kanäle herausgefunden, dass sie einfach alles auf YouTube machen können, solange Minecraft ein bisschen in dem Video vorkommt, denn es wird noch schlimmer. Ich blende euch gerade ein paar Ausschnitte ein aus Videos, die keine Altersbeschränkung auf YouTube haben. All diese Clips sind für jeden zugänglich, egal welches Alter die Person hat, und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es wirklich nicht geschafft, innerhalb von 2 bis 3 Stunden Recherche ein einziges Video zu finden,
welches altersbeschränkt ist. Minecraft ist legit ein Cheatcode, mit dem dein Video unmöglich ab 18 Jahren geschaltet werden kann. Kleiner Fun Fact: Mein Dad kam in mein Zimmer rein, während ich für dieses Video recherchiert habe, und hat mich darauf angesprochen, welchen Tab ich denn da so schnell geschlossen habe. Und ich habe ihm einfach nur gesagt, dass ich es ihm nicht zeigen kann. Und wenn mein Dad es gerade sieht, jetzt weißt du's. Ich verliere legit mein Erbe für diese scheiß Videos. Aber jetzt kommen wir wirklich zum allerschlimmsten Video, das ich gefunden habe. Das kann unmöglich ein Mensch mit normalem Verstand animiert haben. Es geht einfach nicht. Wer setzt sich hin und animiert sowas, ohne zu hinterfragen, was er da gerade eigentlich tut? Das Video hat einfach alles auf unserer Checkliste. Von schwangeren Minecraft-Frauen mit Boobs, zu dummen Soundeffekts und auch noch Brutalität. Wie kann das auf YouTube toleriert sein, dass da gerade mit einer AK auf kreischende, wegrennende Frauen geschossen wird, obwohl Waffengewalt und Nacktheit eigentlich auf der Plattform verboten sind? Und wenn die fehlende Altersbeschränkung nicht schon genug wäre, auf dem Video wird auch noch Werbung geschaltet. Imagine Stepstone wüsste, dass sie gerade vor diesem Video laufen. Legit einfach die zweite Adpokalypse. Aber ich habe noch einen kleinen Gem parat für alle, die das Video bis jetzt geschaut haben. Und zwar hat Monte es geschafft, in einer dieser anzüglichen Minecraft-Animes vorzukommen. Ja, unser Montana Black 88 aus Deutschland. Der allerechte. Und zwar wird sein, als einer der viel zu vielen Soundeffekte in diesem Video verwendet. Monte, Glückwunsch, du hast es geschafft, Mann. Wir leben legit in einer Simulation. Ich denke, keiner von uns hat Bock, dass sowas auf YouTube existiert. Und es sollte laut den Community-Richtlinien auch eigentlich nicht existieren. Tut es aber. Da hört es jedoch noch nicht auf. Auch in der ASMR-Nische gibt es etliche ASMR-Orgasmus-Videos ohne Altersbeschränkung bis hin zu Blowjobs. In diesem Video beleuchte ich das Ganze genauer und zeige so einige Sachen, die, glaube ich, nicht so auf YouTube gehören. Warum mache ich eigentlich noch solche Videos, Mann?